Unser Setup war doch nicht 100% ausbalanciert. Es gab mehrere Probleme. Also einmal ist die Batterie jetzt leer und das Ding stallt immer wieder. Müssen dich einmal knuffen. Und ich habe den Verdacht, dass die Energie, die hier produziert wird, teilweise durch die ganzen Kabel durchgehen und dann kommt so gut wie gar nichts da hinten an. Heißt, wir kappen jetzt die Verbindung zwischen denen. Ist ja eh nur für LV, und das werden wir später gar nicht mehr benutzen und nicht mehr so viel benutzen. Aber bis dahin ist jetzt jeder für seine Seite verantwortlich. Ihr beiden, ne? Kein Teamwork mehr, jeder für sich. Jeder für seine Seite. Okay, das soll da schon mal besser sein. Es ist immer noch nicht ideal hier, dass der jetzt so einen Verlust da hat, aber ich glaube, das passt. Ja, da ist kein Problem gewesen. So, das war das eine. Dann hier mit dem Strom. Jetzt erholst du dich? Achso, weil die Maschine aus ist. Ja, warte, wenn ich die Maschine anmache. Haben wir denn wieder durchgehend Minus? Ja. Okay. Dann nutzen wir die Gelegenheit und machen dann jetzt doch mal dieses Superlight-Dingens. Auch wenn ich noch ganz viele andere interessante Sachen raufgepappt habe. Da. Wir hätten jetzt gerne ein Redstone Alloy Dust Gemisch. Aus Redstone, Kohle und Raw Silicon. Raw Silicon stelle ich ja schon seit ein paar Folgen nebenbei immer wieder her. Deswegen die Zentrifuge durchgehend Mercury ausspuckt. Was ich immer zu Bane mache. Da haben wir davon inzwischen. Ah. Oh. Oh. Das Ding hat auch gestalkt, aber dich hatte ich eigentlich deaktiviert, ne? Ja, disabled. Aber da ist jetzt schon wieder. Dosending vielleicht? Ist auch, du solltest dich erholen, richtig. Wie dieses Marco Polo Spiel. Wo einer Marco sagt und dann kurz danach der andere Polo, damit man weiß, wo der andere ist, so ungefähr. Dann geht ein bisschen näher ran und horcht wieder. Nicht Mu. Arbeiten alle nicht. Ihr solltet nichts irgendwas machen. Egal. Silicon. So. Boulderst, 4 Stück. Raw Silicon. 4 Stück. Und Redstone. 4 Stück. Können wir das so von Hand mischen oder willst du irgendwas Besonderes haben? Das geht von Hand. Und wir kriegen 8 raus. Können wir dich einfach so einschmelzen oder bist du extravagant? Conductive Iron. Ah, das ist Richtung Ender, jo. Nee, wir müssen dich mit Sauerstoff, gut, dass wir da eine Anlage gebaut haben, ins EBF schmeißen. Ist das EBF gerade frei? Ich habe Aluminar hergestellt aus Ruby und Dingens. Strom ist wieder voll. Ja, ist frei. Müssen wir dich irgendwie extra einstellen? Dip, dip. 11. Hättest gerne 11. Zack. Zack, das braucht jetzt wie lange? 40 Sekunden, das ist okay. Wir brauchen hier eh nur 2 Stück davon. Oder ein Stück davon, weil wir es ja in den Wiremill schmeißen. Dann sollte, ne? Ist ja bei den meisten so. Ist ja alles vereinheitlicht hier. Ja, 1 zu 2. Gut, und das wird dann paniert mit Gummi in dem Assembler auf 24 immer noch. Da müsste der Assembler noch eingestellt sein, richtig? Wiremill Assembler, richtig. Gummi ist da. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein bisschen mehr Gummi wieder hergestellt. Ich war jetzt nur froh, sich das anzuschmeißen, weil ja, Probleme. Stromtechnischer Art.
28, okay. Der wartet jetzt nur noch aufs Kabel. Du bist mit dem ersten durch. Wiremill. Um. Und dann setzen wir die beiden SIN-Kabel durch die und eventuell ist es denn genau das 2 an Volt, was da irgendwie Probleme macht. Sonst müssen wir noch hier zwischen vielleicht einen weiteren Battery Buffer backen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So, erstmal euch weg. Fancy, fancy. Bist du auf 68? Ich mach dich an. Sobald das Ausrufezeichen weggeht, wieder runter. Die Batterie ist auch leer. Also ist der eine Generator. Ja, der Förser sorgt doch das da oben. Das ist viel zu wenig. Eigentlich bräuchten wir 2 Generatoren pro Seite und überhaupt und alles. Ja, okay. Wir haben wenigstens mit dem Red Alloy da mal gearbeitet. Das ist okay. Ich werde den jetzt nicht durchgehend arbeiten lassen, sondern zwischendurch immer wieder ausmachen. Ja. Zwischendurch immer wieder ausmachen. Sobald wir die Sachen halt nach und nach erweitern auf MV statt LV, dann sind die Generatoren ja auch über und wir können die dann nutzen, um solche Sachen zu füttern. Wollen wir es jetzt machen? Nein. Ich guck mal kurz die anderen Sachen noch an, die ich mir aufgeschrieben habe. Also die Toolbox hatten wir ja. Das kann weg. Die Redstone Alloy Cable lasse ich mal da stehen, dass ich daran denke. Hammer war ein Fehlklick. Wassertank haben wir eingebaut. Wir bräuchten theoretisch noch einen auf der anderen Seite wegen Symmetrie und müssten das Dach aufsetzen, aber es wird okay. Oh, guter Hinweis. Ich war am Kochen. Mal kochen tolles. Und mir ist aufgefallen, dass die Wasserversorgung hiervon nicht gerade so pralle ist. Wenn wir nämlich jetzt irgendwas mit Wasser herstellen, zum Beispiel Wet Tofu. Zack. Nee. Muss ich jetzt hier eine halbe Minute warten, bis das Ding aufgefüllt ist. Was unpraktisch ist. So. Heißt, wir sollten die Rohre vielleicht doch nicht aus billigen Wooden Pipes machen, sondern aus was Ordentlichem. Wir haben da 7 Large Fluid Pipes. Die könnten schon ansprechender sein. Ich weiß nicht, ob 7 reichen. Nee, ne? Reicht auf keinen Fall. Nächstes Problem. Ich kann von hier aus nicht sehen, ob's. Ja, warte. Ob sich das ordentlich verbindet. So, wir müssen dich weghauen für Licht. Okay. Es hat sich verbunden. Das hätte ich mir sparen können. Dich da. So. Zu. Zu. Alles weg. Machen wir es erstmal andersrum von da hinten, dass ich mich mir selber einbaue. Da hat es letztes Mal auch geklappt, ne? Trotzdem alles überprüfen. Wir wollen ja ordentlich arbeiten. Ne, hat sich nicht automatisch verbunden. Und ich da wieder zumachen und jetzt durch Shift-Click automatisch verbinden. Extrem Cocking. Ja, alles für die Küche, alles für den Club. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 große Stahldinger, dass wir jetzt ein bisschen von Stahl schlucken. Aber wir haben ja am Horizont eine bessere Stahlproduktion, ne? Das heißt, ich hätte gerne eine Large Steel. Ist absolut unnötig, was ich mache. Guckt mich nicht an deswegen. Ich will das einfach nur machen. So, Large Steel. Ich hatte gesagt 4.
Eins. Zwei. Dich verbinden. Shift-Click. Und verbinden. Ja. Das wäre jetzt fit. Wir müssten das theoretisch hier noch verkleiden, ne? Ja. Immer schön alles zumachen, nicht dass da irgendein Creeper oder Spinne oder sonst was drin spawnt. Jetzt sollte das fast instant sein, weil die Rohre. Okay, die Rohre sind nicht mehr voll, dass so viel raussaugt. Die haben nämlich selber ein sehr großes Volumen. Hier passen fast 10 Buckets rein. Das heißt, wenn ich denn kurz was verkoche, dann wird es fast instant aufgefüllt durch das eine Rohr, was dahinter ist. Und der Rest drückt ja nach. Sollte also sehr schnell gehen. Ist, ne? Wie gesagt, wird sehr selten benötigt werden, aber wenn, dann können wir hier schön schnell am Stück arbeiten. Das Verkleiden packen wir mal später auf eine To-Do-Liste. Apropos To-Do-Liste, ich habe da schon länger nicht mehr abgehakt, oder? Neue Tanks. Stall schon wieder. Ja, dann macht jetzt erstmal nichts, bis die Batterie voll ist und die Batterie voll ist und dann gucken wir weiter. Das Dosending gerade auch Lärm? Nein. Also wo war ich? Häkchen machen. So, Wassertank für die Küche haben wir auch. Neue Rüstung. Also wir hatten vor ein paar Folgen die hier gefunden. Den Helm habe ich auch noch irgendwo rumliegen, aber das Reparieren wurde irgendwie ziemlich teuer. Können wir da... Achso, ich habe einen Goldblock aufgehoben, ne? Extra Modifier. Also mit Diamond und Gold Block kann man halt einen Modifier auf den Gegenstand hinzufügen. Ganz normal auf dem Tinker's Table. Der Gegenstand muss aber voll repariert sein dafür. Habe ich auch bei den meisten von meinen Sachen schon gemacht. So. Without dying. Oh, Magic Armor. Ja, das ist die, die wir haben. Nur unsere ist verzaubert. Ja, it doesn't come with any free enchantments, but it's high durability and high armor rating. 3, 8, 6, 3. Ich habe die Pistenboots hier noch an, ne? Ja. Night Metal Plates. Also ich war ein bisschen in den Dungeon. Hatte ich davon erzählt, dass ich diese Charms of Life gesucht habe, aber nicht finden konnte. Ich glaube aber nicht, dass ich so viel Night Metal daher habe, oder? Oh, doch, hätte ich. Ich habe die Sache auch eingeschmolzen. Alles für die Quest, alles für den Klo. 24. Ja, komm. Muss mir immer wieder sagen lassen, das ist viel zu viele Quest. Also, mir wird gesagt, hey, das steht doch in der Quest. Ja, natürlich steht es in der Quest. Alles steht in irgendeiner Quest. Aber es gibt so viele Quests. Es gibt echt viele Quests. Und die alle durchzugucken und alle durchzugehen, das wird dauern. Zwischendurch ploppt aus Versehen irgendwas selbstständig auf, weil ich einen Dispenser von irgendeinem Infernal Mob aufgehoben habe zum Beispiel. Oh, hier. Hier wird erwähnt, dass man sie in den Witchery-Zirkeln sich schnappen kann. Ich habe da immer nur reingeguckt wegen den Items, aber ich hätte die Dispenser selber auch mitnehmen können, das stimmt. Also nochmal plündern gehen. Weil die sind nicht so einfach hinzustellen. Also gerade am Anfang. Red Alloy Rod, Small Iron Gear, Iron Spring. Ja. Wollte ich echt nochmal losziehen und die holen, ha? Huh? Braucht man die denn für irgendwas? Nicht wirklich. Nichts davon sagt was. Ich habe mit Dispenser nichts gearbeitet, weil Dispenser sind für mich moderner Vanilla Minecraft Schnickschnack. Also für mich. Pferde sind auch neu. Pferde sind komisch. Wobei, ich wurde da aufgeklärt, dass Pferde ganz einfach sind. Das können wir auch gleich mal machen. Also Dispenser... Ich... So... Okay, also es gibt viele Quests. Haben wir auch geklärt. Das kann mal alles weg. Ja, die roten Flutpipes können da auch rein. Warum habe ich 16 Goldohr auf Tasche? Dich weg... Burger haben wir nicht gegessen. Oh, sehr gut.
Wir hatten auch letzte Folge einen Kling für mehr Herzen, was ich völlig verplant habe. Könnte aber auch in den ganzen Explosionen und Britzelzeug liegen. Können wir noch fix was Tolles machen? Ein PB&J. Oh, Peanut Butter and Jelly. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Und einen taktischen Snack. Davor, wir können keinen taktischen Snack essen. Wir sind so schon fast voll. Gut. Also, Pferd. Pferd soll ganz einfach sein. Wir brauchen nur einen Sattel. Wir hatten einen Sattel, das weiß ich. Eigentlich ist hier auch alles einigermaßen sortiert. Ich habe ein paar Ramschkisten, sowas wie hier. Da sind halt Eier und so drin, aber sonst hat eigentlich alles seinen Platz. Und der Sattel hätte hier reingemusst. Übersehe nicht, ne? Nee. Hab ich vielleicht irgendwo rangehangen? Nö. Oh, in den temporären mal kurz reinwerfkisten. Apropos, da kann ich mal temporär kurz was reinwerfen. Ja. Also in der nicht, in der ist es. Okay. Also, wir nehmen unser Sattel. Wir nehmen unser Lasso. Stellen uns draußen hin. Und das Stingens raus. Und machen jetzt, ja, du bist stinkig. Von wegen, es war einfach. Okay, ich tue mal was zum Bestechen. Mehr Weizen oder ein Zuckerwürfel. Das kenne ich noch vom Reiten. Oh, hey. Bin ich auf meiner Maschine und wir sollten schlafen. Ich habe die Uhrzeit übrigens auch umgestellt oben links. Das ist in der Config, da gibt es ein UTCM 12, das auf UTCM 24 umstellen. Das ist irgendwo weiter unten. Na gut, also machen wir es im Keller. Kann man auch runterfallen. Also, hey Pferd. Da, ich hab dich geheilt. Noch mehr geheilt, noch mehr geheilt. Jetzt bist du lieb, ne? Ganz liebes Pferdchen. Fick dich. Hier, oh, Magnet ist an, warte. Gerade selber einen Strohball in den Kopf geschmissen. Da. Sollte es weggehen von dem Smog. Vielleicht einmal ohne. Oh. Ja. Kann ich dich, während ich drauf bin. Au. So kurz davor gehauen zu werden. Das ist Einreiten jetzt, ne? Ich glaube, ich werde gar nicht abgeworfen, sondern ich dock gegen die Decke und krieg dadurch Schaden. Dann müssen wir es definitiv draus machen. Ey, du, ja, beruhig dich. Mit. Einfach, ja. Kann eh fliegen und gleiten. Warum soll ich ein Pferd benutzen? Bis nächste Mal. Dass ich nächstes Mal schneller an die Pferde komme und dann schneller in der Welt oben rumreiten kann. Ja. Also, raus. Hi. Du willst keinen Sattel. Willst du Heu? Du hast Heu genommen. Kann ich sogar... Oh, da war ein Herzchen. Nu? Ahahaha. Okay, mein Streit raus. Du bist schnell. Mein Streit raus, komm mit. Alles hat seinen Platz, ne? Hatte hier irgendwo ein
Da. Diamond Horse Armor. Oh. Absteigen. Das sieht nicht schön aus. Nee, Stahl wäre irgendwie cooler gewesen. Ja, kannst du nichts für, Fädchen, ich weiß. So, kann ich damit fliegen? Ich kann springen. Wow. Okay, das Jetplay funktioniert nicht. Funktioniert der Gleiter? Also ich habe ihn an, aber funktioniert nicht wirklich. Kommst du da rüber? Ja. Okay, nächster Test. Warte, 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 warte. Okay, der Gleiter macht nichts, wenn wir auf dem Pferd sind. Das ist okay, das ist okay. Also es ist zügig, es hat Auto-Step. Da unten seine Herzenanzeige. Es ist eine angenehme Art rumzukommen. Und man verbraucht halt keine Jetpack-Ladung und so, ne? Das Ding hatte jetzt 0,37 oder was bei Speed. Was für mich suggeriert, dass es Richtung 1 sich nähern kann. Wenn wir hier instant besteigen. Wenn wir... Du hast nur 0,1 noch was. Und wenn wir jetzt noch ein anderes Pferd finden, dass wir dann da ein bisschen rumkreuzen und dadurch ein schnelleres bekommen. Da wäre ein zweites Lasso ganz praktisch. Alternativ kann ich ja... Du bist nur 0,... das Speed und Jump, ne? Jump Strength 0,7. Ich könnte auch eins nehmen mit sehr viel Jump Strength und eins nehmen mit sehr viel Geschwindigkeit und die dann kreuzen. Komm mit. Lasso ist echt praktisch. Ja, das Springen ist verzögert. Ich weiß gar nicht, was für ein Springenwert unser Pferd jetzt hat. Das werden wir gleich eventuell sehen. Wir brauchen dann noch mehr Weizen zum Züchten von den beiden. Eigentlich bräuchten wir auch einen Stall. Sowas ähnliches zumindest. Ich habe noch irgendwas von alleine gesehen auf dem Community-Server. Da sind Leute angeritten, haben Pfosten hingestellt und das Pferd da angelernt. Okay, muss Leertaste, glaube ich, gedrückt halten. Du hast ein Skelett in unserem Dingens. Okay, warte. Wir nehmen ein neues Pferdchen da rein, dich da rein. Hi. Also, unser Pferd hat Jump Strength 0,5, nur der hier hat 0,7. Hoffentlich haben jetzt die Kiddies. Gibt keine Geschlechter hier, ne? Ja. Nicht über meine Sachen trampeln. Mitkommen, Babys machen. Wollt nicht aufsteigen. Haben sie auch verändert, oder? Hier. Steigen. Ohne Girugon. Das fühle ich mich auch gerade. Willst du Äpfel? Also die Person, die zu mir sagte, das wäre alles ganz einfach, ne? Ich hoffe, du hast jetzt ein schlechtes Gewissen. Oder fühlst du dich gut unterhalten? Oder beides? Da sind Äpfel. Ich hoffe, dass er gerade nicht meine Felder zertrampelt. Okay, ich hab's verstanden. Du musst nicht mitmachen. Felder sind scheiße. Können wir...
So, du geh da rein. Eine bessere Hälfte dahin. Ich fix das alles, was ihr da gerade gemacht habt. Also. Ich. Da. So. Also das da hinten ist ja kein Problem. Die Felder waren ja nicht bestellt. Aber ich bin auch einmal durch die IC2-Crops durchgeritten. Hat nichts gemacht, ne? Ne. Sonst alles okay hier? Ja, die hier sind einmal kaputt gegangen, die Pilze. Einfach so, ohne dass irgendwas war. Es waren noch keine Stöcke daneben, dass Unkraut hätte wachsen können. Die sind einfach so verstorben. Ist aber vielleicht nicht deren beste Umgebung hier. Oh, und Bienen. Bienen. Die Biene hatten wir schon. Die Valiant-Biene ist einigermaßen stabil. Also sie bleibt Valiant, aber ein paar davon sind noch marginal anders. Und jetzt muss ich das noch ein bisschen mehr stabilisieren. Aber wir kriegen jetzt durchgehend Zucker und Kakao durch diese eine Biene. Die ist toll. Und die Biene da hinten müsste inzwischen auch stabil sein. Ja, die Diligent. Die macht die Stringy, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war das eine von den anderen? Die Produce, ja, Stringy. Und Stringy macht Propolis. Braucht man für ein paar andere Bienensachen. So, das noch schnell fixen. Ja, also Pferdezucht. Eventuell hat das irgendwas mit der Leine zu tun. Also dieser Leash, wo man Leute, Pferde anleihen kann, nicht Leute, das ist wieder was anderes. Das heißt, wir bräuchten dann vielleicht so ein Pol, leihen das eine Pferd an, führen das andere Pferd dann mit der Leine ran. Was in der Richtung? Wollen wir uns damit jetzt auseinandersetzen? Oder wollen wir jetzt tolle Gregtech-Sachen machen? Ich mache es lieber jetzt fix, sonst werde ich das ewig verdrängen. Die Kuh steht hier jetzt ja auch schon seit 30 Folgen rum und wartet drauf, gemolken zu werden. Obwohl sie nie wieder gemolken wird, weil wir Soja gefunden haben. Dinge passieren. So, wie bauen wir eine Leash? L-E-A-S-H? Leash. Natürlich im Assembler. Leash Upgrade? Ach, LED. LED ist Blei. Limeball und String. Limeball und String außenrum war das, ne? Ja. Deswegen guckt man doch ein Gregtech Let's Play. So sehen, wie jemand für dich uralte, für mich neue Vanilla Minecraft Mechaniken testet. Das war sogar eine Quest. Habe ich erwähnt, dass es viele Quests gibt. So, du. Born Horse. Das ist jetzt so eine Pokémon Minecraft Geschichte. Und das Ding hat jetzt bessere IVs. Jumpstrings 0,8. Hallo, Sailor. So. Habe ich hierfür jetzt... Oh. Das hat schon mal nicht so geklappt, wie ich dachte. Aber eventuell müssen wir beide vorher einreiten. Bevor sie damit einverstanden sind, dass ich sie verpaare. Ich weiß, es ist für mich auch unangenehm. Die beiden Pferdchen. So, ich hole mal irgendwas zum Anleihen und noch einen Sattel? Vielleicht? Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann einen Sattel braucht zum Züchten. Einfach nur ein Fans, ne? Wooden Fans? Da. Wieder dunkel. So. Du. Also du bist noch nicht eingeritten, ne? Reiten wir dich erstmal ein. Du stehst echt nicht drauf, eingeritten zu werden, ne? Herzchen. Okay, es ging schnell. Döp. Döp. Jetzt brauchen wir doch noch eine Leine. Also
wieder einen Schleimball. String geht langsam aus. Es wird Zeit, dass ich diese Flachspflanze ordentlich hinbekomme, wo wir den Instant String rausbekommen und nicht diesen Cotton-Zwischenschritt haben. So, wir haben es abends, kurz schlafen. Hey, die noch einen Job hat, ganz bestimmt. Ich vergessen habe. Wo ist Hauptpferd? Hauptpferd ist da hinten. So, komm mit. Da. Nein, so funktioniert das nicht. Ich kann immer nur ein Pferd zur Zeit. Shift klicken vielleicht? Ja, schade. Hat dann also doch nicht so schnell geklappt, wie ich dachte. Ich werde bestimmt von ganz vielen Leuten gesagt bekommen, gleich wie das funktioniert. Das heißt, ich mache jetzt noch einen zweiten Pfosten dahin, dass sie wenigstens da ein bisschen rumstehen können. Und bei Zeiten können wir uns dann drum kümmern. Ich würde jetzt echt lieber unten den Electrolyzer weiter ausbauen, die Stromversorgung auf MV und all solche Sachen machen. Nee, da drauf. So, dich. Unten. Dich. Oben. Will ich füttern für Vieh? Da. Macht Kinder. Gibt Dinge. Was ein Chaos. Okay. Ja, wir sehen uns gleich wieder.